Hallöchen, heute möchte ich euch meine Top 10 Pigmente gerne vorstellen. Ich habe ja einige, ich habe ein ganzes Glas voll gesammelt. Und ich möchte aber euch nur, weil meistens werden diese Videos nicht so gerne angeguckt, wenn ich eine komplette Sammlung zeige. Allerdings, wenn ich, ich denke, das liegt an dem Zeitaufwand. Deswegen, ihr seid da alle so ein bisschen kritisch, ne? Deswegen passe ich mich euch ein bisschen an. Deswegen zeige ich euch meine Top 10, die ich einfach super genial finde. Wirklich jedes einzelne bewerten? Wie heißt das Scheißwort? empfehlen kann. Und fangen wir gleich mal an. Zum einen geht es um das Inglot Pigment in der Farbe 45. Ich habe euch damit schon einen Look geschminkt, das verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich werde euch die jetzt nicht alle swatchen, da das Licht halt so ein bisschen blöd ist. Ich werde alle... Alter, ey. Ich werde alle bei mir diesmal auf dem Blog swatchen. Ich glaube, die Bilder sprechen da ein bisschen besser für sich. Vor allem kann ich euch da auch die Unterschiede mit Base, was für schöne Bases und all sowas auch mal gerne dann zeigen. Auf jeden Fall, das gibt es bei Inglot. Und für alle, die es noch nicht wissen, weil es noch keinen Inglot Online-Shop gibt, ihr könnt gerne euch bei Facebook anmelden, Inglot da liken, dort eine Nachricht schreiben, was ihr für Produkte haben wollt und die schicken euch das dann zu. So, das ist zum einmal das. Dann gibt es das Pigment von MAC, das ist Old Gold. Das ist ein wunderhübsches, wie der Name schon sagt, so ein antikes Gold, was so einen grünen Schimmer aber hat. Sieht extrem geil aus. Habe ich auch schon mal einen Look mit geschminkt. Das ist das Peacock Tutorial, das verlinke ich euch in die Infobox. Sehr teuer. Die sind beide übrigens sehr teuer, die nehmen sich vom Preis eigentlich kaum was. Jetzt kann ich ja gerade mal gucken, für wie viel, warte mal. Ich habe das, glaube ich, erst heute weggeschmissen, die Verpackung. Sekunde. Oder nicht? Ne, ich habe es gestern weggeschmissen. Scheiße. Also hier in diesem drin sind 2 Gramm drin, in dem Inglot Pigment. Und hier steht es jetzt gar nicht. Rein rechtlich müssen sie es ja auch nicht draufschreiben, wenn es unter 5 sind. Vom Gewicht her. Also vielleicht sind da 3 Gramm drin. Vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Ich weiß es nicht. Also... geschätzungsweise. Kosten um die 20 Euro oder so. Ist auch ein sehr hübsches Teil hier, einer meiner Lieblinge. Dann habe ich noch das von MAC, das Pigment Melon. Das ist ein wunderhübsches Gold, was changiert zwischen Rosa, Peach und Gold, je nachdem, was ihr für eine Hautfarbe habt, was für eine Base ihr trägt und wie das Sonnenlicht dann auch noch drauf fällt. Das ist, das sieht sehr orange-rosa aus. Aber mein Top-Favorit habe ich euch auch schon einen Look mitgeschminkt. Könnt ihr auch in der Infobox finden. Dann habe ich drauf... Was laber ich da? Von Be Cosmetics, also Rebecca Flöters Shop, das Pigment Tang Tang. Das ist zusätzlich in diesem einen Tutorial... Ist das da schon mal mit drin? Ich weiß es nicht, ob ich damit schon mal eins gemacht habe. Ich suche mal eins raus, wo es eventuell dran sein könnte. Verlinkt alles in der Infobox. Das ist ein wunderhübsches Grün mit sehr guten grünen, türkisenen Schimmer. Das kommt jetzt hier nicht so rüber. Sieht sehr schmutzig aus. Ist es aber nicht. Deswegen guckt euch am besten die Bilder auf dem Blog an. So. Dann haben wir von MAC, da gibt es auch solche kleinen Abfüllungen. Also die könnt ihr bei... Angeber. Die könnt ihr auch bei eBay bestellen, solche Abfüllungen. Das ist natürlich jetzt leer, das werde ich mir aber in groß kaufen. Das ist das Pigment Golden Olive. Das ist ein richtig schönes goldener Olivton, wie das schon sagt. Das ist ein Hammer Grün. Kann ich nur empfehlen, werde ich mir auch in groß kaufen, auf jeden Fall. Dann noch ein Pigment von MAC. Das ist so ähnlich wie der Lidschatten Club aufgebaut, so ein Duochrome Pigment ist es. Das heißt Blue Brown. Na, Blue Brown. Und das ist halt so ein Braun und wenn man das, je nachdem was für eine Basis man benutzt, schimmert das dann halt so rötlich oder eben bläulich. Das kann man hier eigentlich auch so schon ein bisschen sehen. Bilder, wie gesagt, auf dem Blog. Und damit habe ich auch schon einen Look geschminkt, den verlinke ich euch auch in die Infobox. Ziemlich düster. Dann habe ich ein Pigment, da weiß ich leider die Nummer nicht, aber da muss ich Mareile nochmal fragen. Da hat mir Mareile mal von Twitter ein Pigment geschenkt von Kiko. Davon habe ich noch einiges. Das ist so ein beige-braunton und der wird aber auf meinem Augenlid, so geht der so leicht ins Perlmutt-Violette irgendwie. Das ist eine ganz komische Farbe, aber extrem hübsch. Und die, wenn man die ein bisschen ausblendet, dann sieht das auch in der Lidfalte wieder so richtig schön ein bisschen dunkler aus. Deshalb braucht man damit nur einen Lidschatten. Finde ich auch extrem cool. Kann ich auch nur empfehlen. Dann ein Ding, was ihr nicht mehr kriegen
werdet, es sei denn, es liegt in irgendeiner Grabbelkiste. Ist von P2 das Sun City Pigment, das habe ich von der Jill geschenkt bekommen. So ein Kupfer-Orange-Bronzeton. Ein extrem geiles Pigment, war sehr billig, muss man ja sagen. Also ich weiß den Preis noch, ich glaube 2-3 Euro hat das damals gekostet. Und finde ich ganz cool am unteren Wimpernkranz. Ich habe damit ein Tutorial geschminkt. Entweder ist das schon online, wenn ja, ist es in der Infobox. Wenn nicht, kommt es auf jeden Fall noch, wo ich es verwende. Richtig schönes, geiles, buntes Sommer-Make-up, finde ich persönlich, habe ich gemacht. Ich mag ja solche bunten Sachen. Ich finde das extrem cool. Und ich hoffe, dass P2 so schlau ist, immer wieder mal solche Pigmente rauszubringen. Haben die ganz... mal eine gute Idee. Dann ein Pigment, was nicht so wirklich ein Pigment ist, ist von L'Oreal aus Color Infallible Reihe, die Nummer 21, der Sahara Treasure. Das sind die hier, die kennt ihr eigentlich auch schon. Die habe ich, die kann man sehr gut als Einzellidschatten verwenden. Hier ist ein Sieb und das ist eine feste Masse und das fällt auch nicht raus. Also das ist dadurch halt sehr fest gepresst. Es ist ein wunderhübscher, schöner Goldton. Das Ding gibt extrem viel Farbe ab. Das war jetzt nur ein Wisch. Ihr seht, es ist extrem, extrem pigmentiert. Es wird auch nicht mein letzter sein. Ich werde mir davon noch wiedersehen. Einige holen. Kann ich auch nur empfehlen. Zwischen, ich glaube, 6-7 Euro kostet der. Und mein letztes Pigment ist eins, ich finde es sauschön. Problem ist nur, ich finde es sauschwer zu kombinieren, weil es so eine kräftige Farbe ist. Es ist so ein Türkis, auch von Kiko ein Pigment. Das ist die Nummer 13. Cindy war so schlau, habe ich von der Cindy nämlich. Verlinke ich euch auch mal in die Infobox, die heiße Schnecke, geschenkt bekommen. Das ist ein extrem geiles Petrol-Türkis, was extrem geil schimmert. Und es ist auch ein Dupe zum MAC-Teal-Pigment, also die billige Variante, könnt ihr euch dann gerne holen. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Swatches sind diesmal, wie gesagt, auf dem Blog. Ja, ich habe auch einen Blog, der ist immer verlinkt in der Infobox, da blogge ich auch immer öfters so in letzter Zeit, weil ich auch im Presseverteilern bin und kann euch somit auch viel früher Bescheid geben über aktuelle oder kommende LEs, besser gesagt zum Beispiel über Catrice, über Essence. Ich bin jetzt auch im Presseverteiler, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, zum Beispiel was Playboy-Düfte angeht oder irgendwie sowas oder verschiedene Düfte. Könnt ihr immer gerne mal wieder reingucken. Würde mich freuen, wenn ihr den auch irgendwie, wie sagt man das, wenn ihr Leser... kleine Mietz. Wenn ihr Leser meines Blogs werden würdet, bitte. Alter, mein scheiß Deutsch ist heute wieder im Eimer. Tut mir leid. Das würde mich sehr freuen, deshalb schaut doch einfach mal vorbei. Vielleicht gefällt es euch ja. Ich bin da immer noch ein bisschen am Basteln, weil ich und Computertechnik ist ja so eine Sache. Er ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber ich hoffe, es wird. Und ja, lasst mir noch euer Feedback da. Das war's jetzt zu den Top 10 Pigmenten von mir. Ich hoffe, vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Und sagt mir doch einfach mal bitte, was eure Lieblingspigmente sind, woher ihr die habt, wie die heißen, wie die Farbe ist. Habt ihr vielleicht auch die schon mal irgendwo auf dem Blog geswatcht oder so? Dann schreibt mir das doch alles bitte in die Kommentare. Ich würde wahnsinnig gerne nachgucken, was ihr so gerne benutzt. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach Pigmenten, wie man sieht. Ich habe auch ganz viele NYX-Pigmente, habe ich alle geschenkt bekommen, benutze ich aber teilweise gar nicht, weil ich mit der Qualität oftmals nicht zufrieden bin. Ich muss da noch ein bisschen rumexperimentieren, wie ich die endlich haltbar mache. Ich habe da auch schon eine Idee, aber das muss ich irgendwann mal ausprobieren, wenn ich mich wieder dran erinnere. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und macht's gut. Tschüss!